Hallo und herzlich willkommen zu den Bahnnachrichten aus der Region Karlsruhe, Ausgabe Dezember 2019. Zunächst ein Hinweis in eigener Sache. Aufgrund gesundheitlicher und privater Umstände kann ich für diese Ausgabe der Bahnnachrichten leider kein neues Filmmaterial verwenden, sondern muss auf Archivmaterial zurückgreifen. Näheres dazu am Ende der Bahnnachrichten. Beginnen möchte ich diese Bahnnachrichten mit den Nikolaus- und Adventssonderfahrten. Zunächst der Ulmer Eisenbahnfreunde. Hier ganz brandaktuell am Samstag, 30.11. verkehren zwei Nikolaus-Dampfzüge von Karlsruhe Hauptbahnhof nach Bad Herrenalb und zurück. Abfahrt in Karlsruhe Hauptbahnhof ist bei Zug 1 um 9.30 Uhr, Rückkunft in Karlsruhe 13.20 Uhr. Zug 2 fährt dann in Karlsruhe Hauptbahnhof ab um 14.22 Uhr, Rückkehr nach Karlsruhe 18.07 Uhr. Am Sonntag, den 1. Dezember, dampft es dann im Murgtal, und zwar zwischen Rastatt und Forbach. Die erste Fahrmöglichkeit ist hier Rastatt ab 9.57 Uhr, die Rückfahrt ab Forbach um 12.17 Uhr, Ankunft Rastatt 13.05 Uhr. Der nachmittägliche Zug fährt in Rastatt ab um 13.57 Uhr und erreicht auf der Rückfahrt Rastatt wieder um 17.05 Uhr. Am Wochenende 7.8. Dezember sowie am Samstag, den 14. Dezember, gibt es dann noch Nikolausdampfzüge auf der Albtalbahn, jeweils zwischen Ettlingenstadt und Bad Herrenalb. Hier gibt es allerdings nur vorläufige Fahrzeiten. Geplant sind die Abfahrten jeweils Samstag und Sonntag um 10 Uhr und 15 Uhr ab Ettlingenstadt. Hier aber bitte unbedingt nochmal informieren, ob die Zeiten auch so bleiben. Auch der Treffpunkt Schienennahverkehr Karlsruhe holt an allen vier Adventssonntagen einige historische Straßenbahnen aus dem Depot und betreibt wieder die Adventsringlinie. Gefahren wird an allen vier Adventssonntagen zwischen 13 und 19 Uhr im 15-Minuten-Takt auf folgendem Rundkurs: vom Marktplatz über Kronenplatz, Rüppurer Tor, Tivoli, Hauptbahnhof Vorplatz, Ebertstraße, Kolpingplatz, Mattistraße, Europaplatz und zurück zum Marktplatz. Aufgrund der Hochbahnsteige können die Haltestellen Kronenplatz, Fritz-Aller-Straße, Poststraße und Karlstor nicht bedient werden. Aus dem gleichen Grund wird an den Haltestellen Rüppurer Tor und Werderstraße nur im vorderen Bereich gehalten, der Ein- und Ausstieg ist nur an Tür 1 möglich. An den Haltestellen Ebertstraße, Kolpingplatz, Mattistraße und Herrenstraße wird jeweils am niedrigeren Bahnsteig gehalten. Gute Nachrichten für alle Freunde der guten Aussicht. Die Turmbergbahn in Karlsruhe-Durlach wird endlich verlängert. Die Talstation soll zukünftig an der Badener Straße angesiedelt sein. Die jetzige Talstation wird zu einer Mittelstation. Um bis zum voraussichtlichen Baubeginn Ende 2022 keine Lücke zu haben, wurde die Betriebserlaubnis der momentan bestehenden Turmbergbahn bis Ende Oktober 2022 verlängert.
Die neue Turmbergbahn soll dann ähnlich wie die Merkurbahn in Baden-Baden im Automatikbetrieb ohne Wagenbegleiter verkehren. Der Fahrgastverband ProBahn fordert, dass auch nach Fertigstellung des Stadtbahntunnels Kaiserstraße weiterhin Straßenbahnen oberirdisch durch die Kaiserstraße fahren sollen. Begründet wird dies unter anderem damit, dass die stadtnahen Quartiere wie Südstadt oder Südweststadt in Zukunft den Marktplatz nur mit Umsteigen erreichen würden. Und das bei einer Fahrt über nur zwei oder drei Haltestellen. Noch dazu sind die Umsteigehaltestellen nicht gerade immer unbedingt fahrgastfreundlich. So muss der Fahrgast beispielsweise an der Haltestelle Kronenplatz von der weit in die Fritz-Erler-Straße hinein verlegten Haltestelle bis zur Kreuzung mit der Kaiserstraße laufen. Dort an einem ampelgeregelten Übergang auf das Grünsignal warten, um dann in der Kaiserstraße nochmals eine größere Wegstrecke zurückzulegen, bis er an der Treppe bzw. dem Fahrstuhl zur unterirdischen Haltestelle angelangt ist. Ein weiteres Problem ergibt sich laut ProBahn dadurch, dass der Stadtbahntunnel nicht die gleiche Kapazität wie die oberirdischen Gleisanlagen hat. Dies liegt schlicht und einfach daran, dass im Tunnel nicht wie oberirdisch auf Sicht gefahren werden darf, sondern auf Signal gefahren werden muss. Insofern werden die Abstände zwischen den einzelnen Bahnen größer. Ein endgültiger Liniennetzplan für die Zeit nach Abschluss der Bauarbeiten zur Kombilösung liegt meines Wissens noch nicht vor. Also lassen wir uns doch einfach mal überraschen, was der KVV da insgesamt so plant. Ein bereits von unserem diesjährigen Jubilar Dieter Ludwig gehegter Wunsch, die Stadtbahnlinien 31 aus Odenheim und 32 aus Menzingen von Bruchsal herkommend in die Karlsruher Innenstadt zu leiten, rückt wieder ein gewaltiges Stück näher. Am 17. Juli 2019 gab die DB Netz AG grünes Licht für die weitere Planung. Favorisiert wird eine Ausleitung der neuen Strecke nach der Einfahrt zum Güterbahnhof rechts aus der Heidelberger Strecke heraus, dann an Höhe verlierend und unter der ICE-Strecke Mannheim-Karlsruhe hindurch. Daraufhin geht es über den Ostring und durch den Otto-Dullenkopf-Park bis hin zu einem Gleisdreieck an der Südostbahn unmittelbar östlich der Haltestelle Gottesauer Schloss. Der Aufsichtsrat der Albteilverkehrsgesellschaft beauftragte die Geschäftsführung damit, die Planung und Umsetzung des Projekts weiter zügig voranzutreiben. Genaue Termine sind jedoch noch keine bekannt. Wie in der Spezialausgabe zum Weiterbau des Tunnels Rastatt bereits berichtet, soll nächstes Jahr, also 2020, die Weströhre des Rastatter Tunnels fertiggestellt werden. Anschließend wird dann in offener Bauweise die havarierte Oströhre fertiggestellt. Dazu werden die Gleise der Rheintalbahn zeitweilig auf einer Länge von rund 700 Metern verlegt. Die dafür notwendige Genehmigung hat die DB beim Eisenbahnbundesamt beantragt. Insgesamt soll der Tunnel wie ursprünglich geplant Ende 2025 in Betrieb gehen. Ab 14. Dezember entfällt in Karlsruhe
der sogenannte E-Tarif über die App Ticket to Go. Nach Angaben des Karlsruher Verkehrsverbundes hat Ticket to Go seine Kunden informiert, dass der Ticketverkauf über die App zum 14. Dezember 2019 eingestellt wird. Nach einer alternativen Lösung wird gesucht. Zum Abschluss noch eine Nachricht in eigener Sache. Mit dieser Ausgabe der Bahnnachrichten Karlsruhe Dezember 2019 werde ich dieses Format einstellen. Grund dafür ist schlicht und einfach, ich wohne nicht mehr in der Region Karlsruhe. Eine Anfahrt von 800 Kilometern macht die Sache natürlich etwas schwierig. Ich käme also nur sehr schwer an aktuelles Bildmaterial und immer nur mit Archivmaterial zu arbeiten ist auch keine Dauerlösung. Ihr werdet von mir dafür zukünftig mehr aus den Regionen Schleswig-Holstein bzw. südliches Dänemark mitbekommen. Höchstwahrscheinlich mit einer leichten Fokussierung auf die Marschbahn in Richtung Sylt. Ich bedanke mich für die Treue zu diesem Format. Und verbleibe mit freundlichen Grüßen, Ihr, Euer Wolfgang B.